Ich bedanke mich erstmal bei allen, die heute gekommen sind. Mir geht das Herz total auf. Juhu. Jeder, der hier ist, ist einer mehr. Juhu. Um mein persönliches dazu, also es ist noch nicht mal 25 Jahre her, als ich in der DDR einen 55er bekam. Das heißt so viel, ich war nicht zurechnungsfähig und das nur, weil ich Punk war. Weil Punk in der DDR durfte man nicht sein, das war ja nicht ganz richtig. Und wie schnell sich die Welt verändert, das war damals auch rechtsstaatlich, ja. Nach dem Recht der DDR. Ja. Wie schnell sich die Welt verändern kann, wenn wir uns alle beteiligen an den demokratischen Willensbildungsprozessen und uns unterstützen und in dem Sinne auch Gustl unterstützen und all diejenigen, die für diese Demokratie streiten und die dafür streiten, Verantwortung für ihr Land zu übernehmen, indem sie auch mal die Wahrheit sagen, auch wenn sie unbequem ist. Für all diese danke ich euch, dass ihr heute da seid. Guten Tag, ich bin Hanna Höhne von der unabhängigen Montagsdemo. Ich habe von Gustl Molat erst vor ein paar Monaten erfahren. Ich habe das auch bei unserer U-Mod verbreitet und wir halten auch zu ihm. Wir unterstützen das, dass er unbedingt freigelassen wird. Dann bin ich letzte Woche nach Senftenberg zu einer Demo gefahren und da habe ich erfahren von jemandem, der hat sich eingesetzt für Schwerbehinderte und dafür wurde er fristlos entlassen. Das hat mich so auch gerührt, ja. Man setzt sich ein und dann ist man weg vom Fenster. Aber er hat gesagt, es ist noch jemand, der ist noch schlechter dran. Und das ist Gustl Molat. Ich sagte, ja, das betrifft mich auch sehr. Seitdem ich das weiß, dass er unschuldig in der Psychiatrie sitzt, ich stehe früh morgen auf und ich denke, mein Gott, der ist immer noch da. Und als ich gehört habe, dass der Betroffene jetzt von der letzten Demo auch am 6.7. nach Berlin kommt, das ist ein Mitarbeiter von Lausitzer Universität und ist hier für Cottbusser Attac. Da vielleicht könnt ihr ihnen auch erzählen, was da passiert ist. Das ist so eine Ungerechtigkeit. Ich wäre dankbar, wenn ihr euch das anhört. Und Freiheit für Gustl Molat.